Hallo, 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 hallo. Weiter geht es mit Pokémon Smaragd. Nach Jahren, wo ich nicht gespielt habe, bin ich wieder am Start und ich weiß gar nichts mehr. Ich habe gar keine Ahnung mehr von diesem Spiel. Das bis gerade eben, also der letzte Part von gestern, war alles vorproduziert. Und ich habe genau gar keine Ahnung mehr, was hier abgeht, Leute. Ich habe so lange nicht mehr gespielt und ich habe so viele Fehler gemacht. Ihr habt das alles in den Kommentaren geschrieben. Hallo, Goros. Und ja, danke schon für weiterhin fleißig schauen, obwohl ich so kacke bin allgemein. Ich lerne noch dazu und der nächste Pokémon-Part wird auf jeden Fall viel besser. Tut mir leid, viele sagen, Lars, du musst doch wissen, dass gegen Stahl Feuer sehr effektiv ist. Woher denn? Woher? Ja gut, Stahl, aber es gibt auch Stahlarten, die nicht sofort bei einem, bei, keine Ahnung wie viel Grad erst schmelzen. Und ich glaube kaum, dass Glut, ja gut, Glut ist Glut, Lava, sehr heiß, 1000 Grad, egal. Auf jeden Fall, tut mir leid, bei mir gab es früher nur, wo ich gespielt habe, Pflanzen-Pokémon, Feuer-Pokémon, Wasser-Pokémon und ich glaube Geister-Pokémon, das war's. Mehr Typen gab es damals nicht, es gibt jetzt so viele. Wir sind in dieser komischen Stadt angekommen, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Die heißt natürlich Laubwechselfeld. Das ist gar keine Stadt, oder? Das ist einfach nur ein Feld. Eine Gemeinschaft von Farmern mit kleinen Gärten. Das gibt's ja gar nicht. Die haben alle einen kleinen in der Hose. Ja, ob ich mich hier umgeschaut habe, weiß ich gerade gar nicht, ob ich den ganzen Typen gelabert habe. Ich hoffe doch mal. Ich kann es gerade gar nicht sagen. Hast du schon Flavia, die Leiterin der Arena von Bad Lava Stadt herausgefordert? Ihr Großvater ist sehr berühmt. Er war einer der Top 4 in der Pokémon-Liga. Es würde mich gar nicht wundern, wenn Flavia... Hört sich an wie so ein Fladen, wie so ein Kuhfladen. Wenn der Kuhfladen ebenfalls ein großer Trainer wird, das haben wir schon alle gelesen. Ja, das weiß ich. Das haben wir schon alle gemacht. Und ich weiß nicht mal, welche Pokémon wir alle hier... Wir haben Nice, natürlich Bivar 22, 24 ist der Honey. Hallo, Honey. Dann haben wir Noxy noch, der ist auf 23. Horrorhuhn haben wir ein bisschen vernachlässigt. Die alte dreckige VM-Bitch. Ja, ich habe so viel. Ich habe Tempo-Heap nicht gelernt. Ich weiß gerade nicht bei wen, aber es war scheinbar ein Fehler. Es tut mir leid. Und Bivar ist scheiße. Ja, wir haben jetzt mitbekommen, dass Bivar scheiße ist. Wurde mir auch gesagt, weil er sich nicht weiterentwickelt. Und das ist ein bisschen blöd. Haben wir denn noch andere Pokémon? Ich werde mal einfach, wie Gorkos einfach jetzt aussieht. Mit seinen riesen Mauern. Ja, ich heiße die ganze Zeit was. Nam, nam, nam. Ich bin Gorgi. Ich bin Gorgos. Nam, 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 nam. Ich bin der Lauteste. Passt sogar in den Kommentaren. Na gut, ich bin der Lauteste, aber der am meisten schreibt. Dankeschön, Gorgos. Was machen wir denn jetzt? Wir können natürlich hier reingehen, da versuchen was zu reißen. Wollen wir denn erstmal ein Pokémon austauschen und Bivar einfach mal Richtung Hölle schicken oder nicht? Vielleicht finden wir noch ein... was steht die fette Tussi davor? Oh, hallo, wer bist du? Du heißt Lars, ich sehe schon, du bist ein Trainer und das bedeutet, du nutzt das Pokémon-Lagerungssystem, das ich entwickelt habe. Ich bin durch simple Deduktion zu diesem Schluss gekommen. Du hast mich angesprochen, weil du mit diesem PC arbeiten willst. Ach, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Lanetti. Lanetti? Lanette? Lanette? Ich bin Lanette. Ich bin ehrlich erfreut. Ich bin ehrlich erfreut. What the fuck, Alter? Ich schlampe halt die Schnauze. Dich kennenzulernen und ich freue mich, dass du das Lagerungssystem benutzt. Wenn du magst, besuch mich doch mal. Ich wohne an der Route der Pizzi. Ich bin der Bitch. Ich will gerne von hinten gefickt werden. Ja, die Schnauze, kleine Schlampe. Entschuldigung. Jemanden PC natürlich. Wo denn sonst? Oh, habe ich eine Briefbox? Ich habe keinen Brief bekommen. Nein, Itemlagerungssystem will ich auch nicht. Ich will zurück. Ich will den PC von jemand anders natürlich betreten. Pokémon ablegen. Haben wir ein Pokémon, was wir dann überhaupt nehmen können? Ich schaue mal, ob ich eins nehmen kann. Nein. Erstmal zurückgehen. Kann ich überhaupt eins nehmen, was ich gebrauchen kann? So, ist voll. Na toll. Ich muss erst eins ablegen oder was Pokémon bewegen. So, bewegen wir erstmal. Wir haben hier noch Abracadabra Simsalabim. Wir haben die VM-Bitch und wir haben den Astropanda. Was war denn Astropanda überhaupt für ein Viech? Astropanda ist Typ normal. Ah, will ich auch nicht haben. Wesen sanft. Du bist auch so sanft, du bist so ein Knuddel. Oh, und ich töte dich auch gerne an. Ja, das will ich auch nicht haben. Halten wir erstmal, Bivar, du hast Glück gehabt. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt unseren EP-Teiler haben, bei welchem Pokémon müssen wir auch mal schauen. Und ich würde mal sagen, was machen wir denn jetzt? Wir haben hier alles durchgeschaut, dann können wir eigentlich vorne haben, wie welches Pokémon? Nice. Bivar, Honey, Noxy, Horan und der Gorgi als letztes. Natürlich der Gorgi mit deiner großen Fresse. Nein, tut mir leid, Gorgi. Wollen wir erstmal hier versuchen, dieses komische Ding hier zu bestreiten, beziehungsweise hier rumzukämpfen. Hi Lars, du schaust dir also auch ein Kampfcamp an. Die Leute in dieser Gegend sind sehr entspannt und nehmen alles leicht.
Entschuldigung. Ich aber suche jemanden, der, wie soll ich sagen, jemanden, der von Leidenschaft getrieben wird und siegen will. Wenn ich einen Trainer finde, würde der diese Eigenschaften hätte, was? Ups, entschuldige, mach weiter so. Halt die Schnauze. Ich habe etwas über ein Zelt gehört. Also bin ich gekommen, um zu kämpfen. Ich brauche ein Zelt, ich bin so fett. Ich wusste gar nicht, dass Zelte heutzutage so luxuriös sind. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch ein bisschen kämpfen. Ja. Wusstest du, dass Kampfcamps in jedem Ort andere Veranstaltungen anbieten? Das Kampfcamp im Laubwechselfeld ist mein Lieblingsort. Ich finde es einfach fantastisch, wie die Trainer versuchen zu gewinnen und ganz fest an ihre Pokémon glauben. Ich glaub doch nicht dran. Ich lasse sie glauben, ich sei bloß ein kleines Kind und dann schockiere ich sie und krall mir den Titel. Du bist ein kleines Kind. Na egal. So, kämpfe mal gegen den hier, beziehungsweise machen hier dieses komische Kampfcamp. Willkommen im Kampfcamp von Laubwechselfeld. Ich begleite dich zu dem K.O.-Team-Turnier. Möchtest du dich der Herausforderung des K.O.-Kampfturniers stellen? Zum Kampf fordern. Informationen dazu? Natürlich. Wir scheiß auf Informationen, wir sind ein echter Kerl, wir rocken einfach los. Sehr schön, dann bestimme jetzt bitte deine drei Pokémon. Oh, darf ich jetzt drei Pokémon bestimmen? Okay. Nice. Eintragen. Nehmen wir Honey mit? Noxie auf jeden Fall. Noxie ist ein richtig fieses Pokémon. Jetzt ist die Frage, lieber Honey oder doch lieber Gorgi mitnehmen? Gorgi oder... Du warst Typ... Normal? Ich gehe. Entschuldigung, ich weiß gar nicht warum. Ich war schon nach 18 Uhr, Lars muss gerne Bericht. Und das war... Ja, nehmen wir jetzt noch Honey mit. Tut mir leid, Gorgi, du bist heute mal nicht am Start. Bei diesem Turnier. Tut mir leid, weil er ist noch Typ Fluch. Er hat ein paar Flugattacken, von daher soll das Ganze akzeptabel sein. Okay. Bevor du das Kampfkampf betrittst, musst du dein Spiel speichern, okay? Alles klar, hier, komm. Ich werde dich nun zum Kampfcamp begleiten. Letztes Mal mussten wir uns selber welche aussuchen von vorgeschriebenen Pokémon. Diesmal durften wir drei von uns nehmen. Jawoll! Und nicht die schon wieder. Ist das die komische? K.O.-Team-Turnier, lass es beginnen. Gewinne ich, gib mir Pokémon. Was für meine Sammlung, alles klar. Ja, komm, meine kleine junge Dame. Zeigen Sie, was Sie können, nämlich gar nichts. Sie haben nämlich nichts, nur ein kleines Kleidchen. Ein grünes kleines Kleidchen. Bestimmt lass mich raten, Käfer-Pokémon. Was ist das denn? Ein Dachs. Ein Dachs. Level 30? Level 30? Ah. Level 30, nein! Was zur Hölle geht hier ab? Oh, Level 30! What the... Das ist ein Elektro-Pokémon, Level 30! Aua, aua, aua! Oh. Nein! Um Gottes Willen, nicht noch eine Schockwelle! Okay, wir verlieren. Das wird nichts. Eieiei. Okay, mal auf jeden Fall ein bisschen Damage. Alter, das ist sehr effektiv, sehr gut. Können wir Tränke benutzen hier? Was? What? Das sieht bewertet? Lol. Was zur Hölle ist das für eine Scheiße? Alter, ich bin total bluff, beziehungsweise bluff. Ich bin bluff. Ich bin total buff hier gerade, weil ich gar nicht weiß, was hier abgeht. Okay, das wird bewertet. Mit drei Kriterien, wie das Ganze bewertet. Alles klar. Energie abgesaugt. Da gibt es noch eine Kopfnuss hinterher. Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass das Ganze so funktioniert. Das hätte ich mir vielleicht mal irgendwie durchlesen sollen. Aber ich bin ein echter Mann, ich brauche keine Informationen. Denk daran, das ist nicht sehr effektiv. Er lebt immer noch, dann gibt es am Ende noch eine Kopfnuss. Eine Schockwelle ist auch nicht sehr effektiv. Okay, okay, okay. Es wird dann bewertet, aber wie funktioniert das Bewertungssystem? Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt kämpfe ich nochmal weiter. Wenn er kaputt ist, ist er denn kaputt? Wird jetzt wieder bewertet, wer am meisten hat? Oder wie läuft das jetzt? Kommt jetzt wieder ein Bewertungssystem? Nein. Jetzt kommt ein komisches Fritzeblitz. So,
Fritzel bleibt möge der bessere gewinnen. Okay. Und Fritzel bringt kommt immer einen Eggelsamen. Das ist auch wieder eine Blitzattacke, die normalerweise Noxy nicht viel anhaben kann. Aber dieses Paralysierungsscheiße geht mir auf die Eier. Knirscher. Aua, ist auch nicht sehr effektiv. Sehr gut, der Eggelsamen, damit halte ich mich wieder hoch. Normalerweise sollte jetzt Mr. Noxy auch bei der Bewertung vorne sein, weil er benutzt nur Attacken, die nicht sehr effektiv sind. Und ich habe ja keine Attacke, die irgendwie effektiv dagegen ist, aber das sollte doch soweit passen, oder? Noch ein Knirscher. Also scheinbar wird das doppelt bewertet. Einmal muss man normal kämpfen und einmal ist dieses Bewertungssystem, wenn ich es richtig verstanden habe. Tut mir leid, ich sollte mich das, hätte mir das echt mal lieber vorher durchlesen sollen. Tut mir leid. Aber wir gewinnen zumindest gegen Fritzelblitz. Nicht, dass gleich wieder eine Bewertung kommt von wegen, ja, Noxy war zu schlecht, er hat es nicht verstanden. So. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Verstanden? Noxy nicht? Kategorie 1, Verstand. Das mutige Pokémon wird gekürt, okay. Kategorie 2 ist Geschick. Kategorie 3 ist Körper. 4:2 Sieger ist Noxy von Lars. Jetzt ist er besiegt. Okay. Also darf man bestimmt viele Attacken machen und danach wird das Ganze gekürt. Okay. Das ist auch ein Blitz-Pokémon. Ein Pikachu-Verschnitt. Bloß in komisch. Und ich habe gar keine Ahnung, was hier abgeht. Okay, es geht wieder los. Ich habe noch ein Pokémon am Start. Erstmal wieder ein Eggelsamen drauf. Ein Jauler. Okay. Das ist echt verwirrend hier gerade. Ich habe gar keine Ahnung, was hier abgeht, Leute. Es tut mir leid. Dieses System kenne ich nicht. Ich kenne es einfach nicht. Dafür wurde es bepflanzt. Das gefällt mir schon mal. Und ich heile mich erstmal wieder hoch. Ist das effektiv? Gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, welchen Typ dieses Ding hier ist, Leute. Wie soll ich denn jetzt sagen? Jetzt kommt hier bestimmt kommen jetzt wieder ein paar Kommentare. Lars, du musst doch wissen, dass das Typ dies ist und das ist das diese komische Typ. Leute, ich kenne die Pokémon alle nicht, deswegen weiß ich gar nicht, was es ist. Sieht aus wie ein normales Pokémon. Paralysiert bin ich doch immer noch. Jetzt bin ich verwirrt und paralysiert, oder was? Alter. Ich habe mich selbst verletzt. Das gefällt mir nicht, aber dafür heile ich mich wieder hoch. Diese komische Verwirrung und paralysiert und ich weiß auch nicht, die ganzen Rotz da drauf. Jaula, ja, wieder verringern, dass ich nicht so viel treffe. So, kann nicht angreifen, aber ich heile mich wieder hoch. Da bin ich ja mal jetzt gespannt, ob jetzt gleich die Bewertung wieder kommt. Okay, die Bewertung kommt jetzt. So, gucken wir doch mal. Verstand. Noxy hat gewonnen. Geschick. Verdammte Scheiße. Und Körper? Ja, sehr geil. Ich glaube, Körper ist einfach nur, wer am meisten HP hat, der gewinnt. Okay, 4:2 habe ich gewonnen. Auf Wiedersehen. Also Noxy gewinnt jede Bewertung. Jetzt habe ich ihn besiegt. Sie sind etwas anders. Yeah, er hüpft. Der Sieger heißt Lars. Yeah, ich habe gewonnen. Unglaublich geil. Deine Pokémon werden wieder topfit. Oh mein Gott, ich habe es verstanden. Hast du gehört? Ich habe es verstanden. Ja, weiter, ne? Weiter geht's. Oh, die kennen wir doch, oder? Team, deine Pokémon sind sehr wild. Ja, das nächste Bewertungssystem von dem Lars, beziehungsweise von diesem komischen System hier. Ein Rock'n'Roller, Mann. Er hat den Blows, er zeigt Volto. Voltoball? Voltoball. 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 Wie wäre es denn jetzt, Voltoball. Ein Doppelkick tut bestimmt Voltoball sehr weh. Attacke von geht daneben. Sehr gut. Schon mal sehr gut für die Bewertung. Doppelkick. Ja, jetzt haben wir getroffen. Ist akzeptabel. Ups. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich jetzt Glut machen. Egal. Crit. Ja, er ist tot. Gibt es noch eine Bewertung? Oh, komm, jetzt keine Bewertung mehr. Okay, jetzt kommt einfach keine Bewertung mehr. Okay, ein sehr interessantes System. Ich muss da wechseln, weil hier brauchen wir auf jeden Fall wieder ein anderes. Also kommt die Bewertung, wenn der Kampf zu lange dauert. So sehe ich das jetzt Ganze. Oh, nicht Bericht. Wollt tauschen? Kann ich tauschen? Pokémon? Was tun mit Noxy? Ich kann nicht wechseln. Ich kann nur Bericht. Ich kann nicht... Okay, ich kann da nicht tauschen. Wusste ich auch nicht, dass ich da nicht tauschen kann. Oh mein Gott, die Blitzattacken sind wieder sehr effektiv. Schnabel. Knirscher. Okay, der sollte nicht so viel Damage machen, der Knirscher. Er ist nicht sehr effektiv. Sehr schön. Es kann nicht angreifen. Natürlich. Oh, ich hasse diese paralysierte Scheiße. Ein Knirscher schon wieder. Das könnte mein Tod sein. Ist es auch. Oh, egal. Es kommt Noxy. Noxy sollte gar keine Probleme gegen den haben. Denn Noxy hat die Macht des Pflanzen-Pokémons. Ja, komm.
setze jetzt einen Eggelsamen ein. Oh, der nächste Fail-Part schon wieder. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich wusste, dass er so ist. Und ich dachte mir doch... Der ist auch Level 30 schon. Leute, ich kämpfe gegen Level 30 Pokémon und bekomme keine Erfahrung, oder was? Das ist ja richtig krass. Wie hoch die auch alle sind, das wusste ich nicht. Megasauger. Donnerwelle ist nicht sehr effektiv. Bitte paralysiere mich nicht. Bitte, nein. Oh, das paralysiert ja nur. Oh, ja, ich hasse Paralysieren. Es ist so nervig. Ja. So, Megasauger, Ruckzuckhieb, aua. Aua, Megasauger, jawohl, heile ich mich wenigstens wieder hoch hier. Oh, Noxie ist so ein fieses Pokémon. Noxie ist so fies. Jetzt saugen wir mal was ab, den sollten wir auf jeden Fall gewonnen haben. Die Bewertung ist natürlich wieder für uns. Der Noxie mit seinem komischen Pilz auf dem Kopf. Jetzt kommt die Bewertung, natürlich. Bewertung wird den Sieger bestimmen. Verstand, Noxie, sehr gut. Oh oh, Körper sollte Noxie gewinnen, natürlich. Wunderbärchen, Geschick hat er mehr. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil er einen Ruckzuck-Hieb gemacht hat, weil er viel mehr Geschick braucht. Ich habe gar keine Ahnung. So, noch ein Magnetilo wird in den Kampf gesetzt, beziehungsweise in den Kampf geschickt. Zum Glück sind das alle wunderbare Blitz-Pokémon, beziehungsweise Donner oder wie man auch immer nennen möchte, die nicht sehr viel Damage machen gegen unser Noxie. Funkensprung. Nicht sehr effektiv und zieht trotzdem so viel ab. Und Noxie ist wieder paralysiert. Hör auf, nicht schon wieder. Alter, macht der Funkensprung Damage. Hallo? Das ist nicht sehr effektiv. Oh, ist das fucking behindert. Jetzt besiegt er mich. Ich kann nicht angreifen, weil du paralysiert bin. So ein Drecks-Pokémon. Wen haben wir denn jetzt noch? Honey. Oh Gott, Honey ist One-Hit. Honey ist One-Hit. Fuck, wir haben verloren. Honey ist definitiv One-Hit. Das war's. Honey ist tot. One-Hit. Tschüss. Oh je, yeah. Verkackt. Wir haben verkackt, Leute. Oh. Lass uns tanzen. Ja, halt die Schnauze, du Drecksack. Der Sieger heißt Moritz. Ja, schick mich doch raus. Vielen Dank dafür. Ja, ist alles in Ordnung. Bitte warten. Ja, speicher halt. Meine Niederlage. Ist da ein Penis drauf? Nein. Was ich sagen wollte, ja, die sind im Schnur von Level 30 und bitte, warum gibt es so ein verficktes Bewertungssystem? Okay, wo sind die? Auf jeden Fall haben die alle hier Blitz-Pokémon. Da kann Noxie auf jeden Fall rumreißen, beziehungsweise später alles vergenussferkeln. Wusste ich nicht, dass das schon so krass ist. Dann werde ich auch noch nicht den Orden machen können, weil der wird auch schätze ich um Level 30 sein, wenn ich sogar noch höher. Wo war denn der Orden? Ist der Orden überhaupt hier? Was war denn hier unten? War? Alter, ich weiß gar nicht, was hier abgeht, Leute. Mit der hatte ich, glaube ich, auch schon geredet, mit der alten Dame. Ja, Leute, dann laufe ich erstmal hier weiter. Was war hier nochmal? War ich hier auch schon? Oh, Fossile gesucht. Habe ich den Fossil bekommen? Irgendwo gefunden? Lass mich doch nicht lügen. Hallo! Mein großer Bruder ist ein Fossil. Ja, Maniac? Okay, ein Fossil-Maniac. Echt ein netter Kerl, der Fossilien liebt. Er liebt es auch, Löcher zu graben. Dieses Loch hat er alleine gegraben. Hier, das kannst du haben, damit kannst du Löcher graben wie mein Bruder. TM28 erhalten. TM28 ist natürlich Löcher graben. Was ist TM28? Moment, Beutel, TM28. TM28... TM28. Wo sind denn die TMs nochmal? Da, Nummer 28 Schaufler. Jetzt haben wir Schaufler. Aber keine VM, sondern eine TM. Okay, dann gehe ich da nochmal durch und schau mal, was der Bruder so macht. Oh, gibt es hier Pokémon in dieser komischen Höhle? Die natürlich selbstverständlich alleine gegraben hat. Es ist das voll der Emo, der guckt jetzt so in die Ecke und denkt sich so, ey, ich bin alleine. Ich bin der Fossil-Maniac. Ich bin ein netter Typ, der Fossilien lebt. Möchtest du ein Fossil haben? Die Fossilien in dieser Gegend gehören allerdings alle mir. Keiner ist für dich. Wenn du unbedingt ein Fossil haben möchtest, geh in die Wüste und such bei den Feldleuten im Sand. Vielleicht findest du dort eins. Wie cool ist es? Möchtest du eins haben? Ich geb dir aber keins. So ein fieser Fettsack. Gibt's ja gar nicht. Ja, dann gehen wir hier wieder raus. Fossilien gibt's hier scheinbar keine. Da ist noch ein komischer Typ, der am Angeln ist. Ich liebe das Angeln, aber ich liebe auch das Kämpfen, wenn mich jemand herausfordern will. Ich bin bereit, auch wenn ich angle. Lass mich raten, dreimal Platscherboy namens, wie heißt er hier? Ne, doch nicht. Was ist das denn?
Das Pokémon sieht sehr knusprig aus. Darf ich das essen? Oh, Wasser-Pokémon ist gar nicht gut. So, wer hat jetzt den Teiler, beziehungsweise den EP-Teiler? Bin ich ja mal gespannt. Ich hab's schon wieder vergessen. 186 für Nice und Gorgi hat den ganzen. Gorgi ist Level 25 geworden. Gorgi, was ist denn los mit dir? Angler besiegt. Ich liebe Kämpfe, aber das heißt nicht, dass ich gut darin bin. Ja, 760 Pokédollar. Dankeschön, ich habe Jackpot mal wieder. Und dann würde ich mal sagen, sind wir schon wieder am Ende von diesem wunderbaren Part. Leider haben wir im Kampfcamp gezeigt, dass wir nichts können. Informationen sollte man sich durchlesen. Wir wissen Bescheid, dass dann dort Blitz-Pokémon sind, beziehungsweise diese Pikachu-Verschnitte. Die Frage ist, ob es immer random ist oder ob jetzt immer nur dieser Typ kommt. Kann ich auch nicht sagen. Wir werden Noxy später das Ganze reißen. Und ich hoffe, ich habe nicht zu stark gefällt, weil ich wusste halt nicht, was auch schon wieder abgeht. Entschuldigung mit der Bewertung und so. Ich bin der Lars. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewerten. Und ihr seid ein Haufen super nice Boys. Reingau, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Nice.